Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So Leute, wie ihr schon seht, ich habe eine komplett neue Rüstung. Und zwar ist es die Rüstung des Schwarzen Ritters. Die habe ich da gefarmt, wo die, ja, in den Sumpfgebieten, da wo der eine Ritter da in dem Mittelgang steht. Den habe ich, glaube ich, ungefähr um die, na, weiß ich nicht, 60, 70 Mal erlegt, bis ich die ganze Rüstung hier hatte. In der Zwischenzeit habe ich auch ein bisschen gelevelt, muss ich sagen. Bin jetzt mittlerweile Stufe 71, wie ihr seht. Und ich bin in diesem Gebiet auch schon ein bisschen weiter vorgegangen. Hab noch nicht zu viel gemacht. Aber ich gehe jetzt das Gebiet nochmal ab, dass ihr seht, wie es denn hier in dem Gebiet so weitergeht. So, dann gehen wir mal. Das ist übelst hartes Gebiet, also. Schauen wir, ob ich jetzt hier gleich so gut durchkomme, wie ich es mir hoffe. Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt schauen wir mal. Genau. Die Mobs da sind, die sind echt hardcore. Aua, sieht er schon. Machen böse Aua. Zwei Schläge und meine Viertelenergie ist schon weg. Die sind echt krass. So, dann schauen wir mal, dass wir den hier gleich kriegen. Ist hier oben noch einer? Genau, da oben ist auch noch einer. Da müssen wir aufpassen, dass wir den nicht pullen. Mal eine Estus nehmen und lass den mal rankommen hier. Vielleicht mal ein bisschen weiter runter, dass der kommt. Ah, jetzt geht er wieder. Zwei gleichzeitig pullen ist ein bisschen krass. Komm her. Blöder Zauberer. Jetzt glaube ich, könnte ich ihn kriegen. Wenn er einen Scheiß erschießt. Musst du aufpassen, dass einer der rechts von der Treppe nicht runterkommt. Wer zu zweit ist, ist schon echt heftig. Ah. Ist schon das Problem da, dass die zweite kommt. Scheiße. Ich zieh die mal weiter runter, wenn es geht. Naja, zu zweit ist fast nicht machbar, wenn die zu zweit sind. Aber ich probiere es trotzdem. Okay, den haben wir. Also müssen wir den Zauberer hier kriegen. Na komm. Da ist er nicht hart. Ah. Und deine. Jetzt komm her, komm her. Komm her zu Papa. Ah. Boah. Seht ihr, ich habe jetzt 4 Estus verbraucht für 3 Gegner. Boah. So, dann schauen wir mal. Gehen wir mal weiter.
Dieses Tor geht, glaube ich, noch nicht auf. Nein, geht, glaube ich, nicht auf. Wenn man mich fragt, wo ich immer gegen die Wände haue, ich schaue da immer gern nach, weil ab und zu, ich habe schon oft Glück gehabt, dass man da so einen versteckten Raum dahinter war. So, die pulle ich mal mit dem Messer her. So, sind die. Bei den Feuerrittern aufpassen, dass sie euch nicht sehen. Machen böse, aber. Das Problem hier ist jetzt, dass der da oben noch eine Patrouille dabei hat von, glaube ich, 4, 5 Mobs. Sonst würden die eigentlich schon gehen. So stark sind sie nicht. Genau, schauen, dass er den Rücken zuwendet. Dass er einen nicht sieht. Dann holen wir uns gleich mal da. Mob. Genau, optimal. Na, komm her. Okay, ich würde sagen, da sind immer noch welche. Das könnte gefährlich werden. Greifen wir lieber noch nicht an. Ich würde erstmal gern die umbringen da. Na, hier bin ich, komm her. Noch zwei. Okay. Ging noch mal ganz gut. Besser als ich gedacht habe. So, jetzt müssen wir nur den Dicken hier holen. Schon, vielleicht kann ich den gleich pullen. Aber wie gesagt, immer aufpassen. Die sind ziemlich gefährliche. Genau, das meine ich. Obwohl er mich gar nicht gesehen hat. Gleich mal eine Estus nehmen. Hoffe mal, er kommt jetzt hier zurück. Ah, jetzt geht er. Scheiße. Ihr seht, da oben ist nämlich noch einer. Richtig fies positioniert. Müsste fast ein bisschen warten, bis ihr wieder zurückkommt und gegen den hier unten kämpfen. Oben ist es ein bisschen krass.
Aber wir haben ja Zeit heute. Alter, die Rüstung sieht schon Hammer aus. Echt geil. Musste aber auch viel Belastbarkeit skillen, dass ich die überhaupt anlegen kann. So, jetzt dreht er um. Ja, den werde ich mal hier runtergehen. Hier übrigens schauen dann Leute, hier liegt überall Loot rum. Hier in den zwei Leichen. Das habe ich natürlich schon eingesammelt. Habe auch einen super Farmspot gefunden hier in dem Gebiet. Jetzt überlege ich schon, ob ich ein Tutorial machen soll zu dem Farmspot oder ob wir uns so unterm Let's Play mal anschauen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch lieber ist. Und je nachdem, dann zeige ich euch den. Oder ich zeige ihn halt euch so ein bisschen nebenbei, wie ihr es haben wollt. Na, da kann man schnell mal auf 2 Minuten, ja, knapp 7000 Seelen machen. Ist echt nicht schlecht. So, jetzt kommt er. Der Dicke. Ich hoffe, dass wir den jetzt gleich schaffen. Gehen wir ein bisschen hinter, dass er uns nicht gleich sieht. Aber ich ihn sehe. So, komm her. Ah, jetzt muss er mich ja noch erwischen. Jetzt wäre eigentlich schon tot gewesen. Mann, Mann, Mann. Das war ja wieder toll. So. Große Titanitscherbe, sehr gut. Es lohnt sich wirklich, die öfters zu legen. Lassen würde ich gutes Zeug fallen. So, jetzt kommt eine Stelle. Leute, die ist wirklich sehr, sehr tricky. Aber das soll ich jetzt schaffen. Beim ersten Mal habe ich es recht gut hingekriegt. Aber ich glaube, da war auch viel Glück dabei. Dreh dich du mal um, genau. Seht ihr auch gleich, was ich meine? Genau deswegen. Das ist jetzt richtig scheiße, weil hier oben der Typ ist. Ah. Okay, der ging, der ging, der ging, der ging. Oh, den da erledigen. Komm her zu Papa, komm. Komm her. Mach. Okay. Sehr gut. Oh, den
noch erledigen hier. Hoffe, ich kann ihn jetzt backsteppen. Ging natürlich wieder mal nicht. Okay. Ist besser gelaufen als letztes Mal. Hier auch wieder Loot, Leute. Auf jeden Fall wieder mitnehmen. Es lohnt sich. So. Genau. Oh, hier habe ich Loot vergessen. Große Seele. So, und wenn ihr Leute, wenn ihr hier denn links geht, geht auf keinen Fall geradeaus erstmal rein. Weiß man nicht, was da drin ist. Ich war da selber noch nicht drin, aber zeig euch warum. Hier oben ist ein Leuchtfeuer. Holt euch das, bevor ihr da weitergeht. Genau, da rasten wir jetzt gleich mal, würde ich sagen. So, rasten. So, dann zeige ich euch gleich, wo ich weitergegangen bin. Es war dann hier unten. Genau, hier ist auch Loot. Den bitte auch mitnehmen. Und hier müsst ihr jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil hier nämlich unsichtbare Gegner sind. Die seht ihr nur, wenn ihr. Die haben zwei leuchtende Augen. Die seht ihr nur mit den leuchtenden Augen. Ganz kurz. Da zum Beispiel unter den Grabsteinen ist einer. Da, die leuchtenden Augen. Genau, ganz vorsichtig sein. Genau da. Zack. So, hier hinten liegt dann auch Loot. Genau, und der hinter dem Altar, wo der da betet, da gibt es einen Knochensplitter. Sehr wichtig für eure Estus zum Aufstufen. Der ist jetzt ein bisschen stärker, aber auch nicht das große Problem. Genau. Ruhe. Genau, hier liegt ein Knochensplitter. Genau, so war jetzt hier eigentlich nichts. Also ich habe zumindest nichts mehr gesehen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. So, hier links sind jetzt auf jeden Fall Gegner. Da, mit den leuchtenden Augen. Seht ihr schon. Gleich killen. So, da hinten bin ich noch nicht lang gegangen. Da gehen wir jetzt auch noch nicht lang. Ich würde sagen, ich zeige euch die Position vom nächsten Leuchtfeuer. Dazu müssen wir dann hier rein. Da ist auch wieder ein Gegner. Genau. Und hier unten, Leute. Vorsichtig. Hier ist alles voll mit Gegner. Seht ihr eh. Ist auch sau schwer zu sehen, weil hier nämlich alles dunkel ist. Ich könnte mal was probieren. Probieren wir jetzt mal. Ob das nicht vielleicht ein bisschen besser geht dann. So, dann schauen wir mal, ob das überhaupt Schaden anrichtet. Bei denen. Ah, gar nichts. Das kann man vergessen. Okay, Schwert. Okay. Ich habe jetzt einfach ein bisschen kommen lassen. Okay, da ist auf jeden Fall einer. Ist da noch einer?
Legen wir den, machen wir den erstmal gleich, würde ich sagen. Na, mal den hier. Immer schön vorsichtig. Nachher gehen wir dann auch mal da hinten in den Raum rein, weil ich muss gar nicht, ich habe den noch nicht erkundet, ich bin hier bloß durch. Ich wollte so schnell wie möglich weg. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal die hier. Einen nach dem anderen. Ja, nicht übermütig werden. Sind normal nicht schwer. Bloß wenn es zu viele werden, ist natürlich auch scheiße. Genau, da ist noch einer. Und den dann noch. Na. So, den hier. So, und jetzt gehen wir mal hier hin, jetzt hier links rein. Wir, da war ich nämlich noch gar nicht. Ich glaube, es hier noch irgendwo was gibt. Oh. Okay, da ist eine Leiter. Schauen wir uns dann gleich mal an. Ich will euch nur noch den Spo. Okay, hier ist irgendwas runtergesprungen. Ah, was ist denn das für eine Soße hier? Okay, mal eine Estus nehmen. Blutiger Edelstein. Ich muss sagen, ich habe mit Edelsteinen noch gar nichts gemacht. Die sind ja zum Durchwirken da. Ich habe bis jetzt noch keine gescheite Waffe gefunden, muss ich sagen, die mir wirklich vom Spiel zum Spielen taugt. Ich finde bis jetzt die immer noch am geilsten irgendwie. Stirb endlich. So, da hinten ist noch Loot. Wollen wir es auch noch mitnehmen? Nicht wieder einer runtergefallen. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt noch nicht hoch. Ich zeige jetzt nur noch, zeige jetzt noch schnell das nächste Leuchtfeuer. So. So, da lass sie. Da hinten gibt es auf jeden Fall auch Loot. Hier aufpassen, wenn die hier überall rauskommen. So, dann zeige ich jetzt euch das nächste Leuchtfeuer. Und zwar, ich zeige es euch nur von hier. Müsste man, glaube ich, von hier. Genau, das ist einfach da vorne in den Torbogen rein. Die Treppe runter und dann ist das nächste Leuchtfeuer da. Und der Farmspot, den ich euch gesagt habe, der ist da unten links rein, wo das grün schimmern tut. Da geht er rein und erledigt die Mobs. Und kriegt dann Haufen Seelen. So, jetzt will ich sagen, gehen wir aber zurück, weil ich wollte eigentlich mal zu der Leiter. Wie es aber da weitergeht jetzt bei der Leiter, werde ich euch in der nächsten Folge zeigen. Weil ich sehe, wir haben schon wieder knapp 25 Minuten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten tut. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.